Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinwars. Und könnt ihr euch noch an das Bisasamos Klemmbaustein erinnern? Nein? Ich kann es euch gerne mal zeigen. Genau hier ist der Süße. Ja. Auf jeden Fall haben wir nicht nur das Bisasam gebaut, sondern auch ein Pikachu und ein Relaxo. Und ich würde sagen, mal das Relaxo ausgeschlossen, bauen wir doch mal die Starterreihe einfach weiter. Genau das würde ich auch sagen. Und zwar haben wir hier ein schönes Glumanda. Und zwar haben wir hier ein schönes Glumanda aus Diamond Bricks bzw. Micro Bricks. Es ist hier wieder von Lobiu und wir haben 9 Plus wieder als Altersempfehlung und es ist die 8072A. Und zwar besteht es aus 300 Teilen Micro Brick. Wir sehen das hier. Hier oben nochmal das Firmenlogo, kennen wir ja auch. Hier wieder die bestimmten Warnungen, kennen wir aus den anderen Videos. Hier wieder das. Ich hoffe, ihr habt alle verstanden, was ich gesagt habe. Ich nehme mich selber nicht. Und auf jeden Fall haben wir hier nochmal das wunderschöne Glumanda. Wieder mal mit der Größenangabe der Brick. Also 8 mm ist ein 1x2er Brick lang und ein 1x1er Brick 5 mm hoch. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall haben wir hier unten nochmal den Hinweis. 100% nicht giftige Materialien und die Anleitung ist dabei. Und das will ich auch hoffen. Und dann machen wir das gute Stück doch einfach mal auf und schauen uns die Teile und die Anleitung zusammen an, oder? Und so holen wir das dann aus dem Karton raus. Und hier sieht man nochmal die 8072A. Wir haben eben das Glumanda. Hier sehen wir dann die Teile schon mal so ein bisschen durch. Ich würde sagen, ich mache die große Tüte mal auf und dann schauen wir uns einfach mal, was sich darin verbirgt. Und wer hätte es gedacht, in der großen Tüte verbirgt sich eine kleine Tüte. So würde sie dann als Polybag mit Anleitung, wenn man es ohne OVP kauft, angeliefert werden. Und die Anleitung. Und wenn wir die Anleitung aufmachen, die ist diesmal wirklich aus einem schönen Papier, relativ straff. Es ist wieder so eine typische Auffaltanleitung. Hier oben mit Teileliste, wie wir das kennen. Hier wieder dieser wunderschöne Übergang, damit man auch genau weiß, hier hört die Teileliste auf. Da haben sie sich wieder was einfallen lassen. Und auf jeden Fall dann hier die Bauschritte. Die Bauschritte sind natürlich wieder relativ klein. Wir kennen das von diesen Micro-Bricks bzw. Diamond Block Modellen, aber das schafft man. Dieses Orange, das dieses Eiweiß, würde ich sagen, das ist eine gute Farbe. Danach lässt sich es gut bauen. Es gibt aber auch Steine, nach denen lässt sich wirklich blöd bauen, wie eben Schwarz zum Beispiel. Schwarz ist eine ganz doofe Farbe, um das dann hier in diesem Maßstab zu erkennen. Diese Probleme haben wir hier aber auf jeden Fall nicht. Und hier sehen wir die ganzen Bauschritte. Es sind insgesamt 30 an der Zahl, bis das gute Glumanda dann fertig ist. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an zu bauen und werde euch dann noch ein paar Zwischenschritte zeigen. Und dann sage ich euch wie immer am Ende, ob ich Spaß gehabt habe und ob ich euch das Ding empfehlen würde vom Aussehen, vom Preis oder ob ich es euch nicht empfehlen würde. Und am Ende gibt es wieder eine Kaufempfehlung oder eben eine Nicht-Kaufempfehlung. Und ich hoffe, wir werden hier sehr viel Spaß damit haben. So, das erste Mal sehen wir uns wieder nach Bauschritt 11 und eigentlich der komplette Unterkörper des Glumandas ist jetzt fertig. Und zwar haben wir jetzt die Beine ran gemacht, dann eben hier die Arme mit der Kralle angedeutet und eben hier würde ich sagen, diesen charakteristischen Bauch, der eben sich von farblich abhebt, statt diesem Orange eben dieses Eiweiß hat. Und ich muss sagen, die Teile sind von der Farbe mal wieder nicht so wirklich das, was es auf der Verpackung verspricht. Es ist eher so ein grelleres, also das ist eher so ein Orange, wo man Krebs davon kriegt, anstatt dieses typische Glumanda-Orange. Das finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Es sieht am Modell trotzdem dann gut aus in der Kombination. Aber da haben sie mal wieder mit ihren Bildbearbeitungssoftwares ein bisschen getrickst, damit es am Ende halt genau das Orange ist, wie es Glumanda ist. Obwohl die Teile halt nicht so sind. Wir haben auch ein paar Problemteile, sag ich mal. Und zwar haben wir mal wieder einen Totalausfall, wo wirklich das Gießen schiefgelaufen ist. Das sieht halt so aus. Ist für den Müll, wird aber kein Problem sein, weil im Normalfall bei diesen Sets ja sehr viele Ersatzteile dabei sind. Und dann haben wir noch dieses Teil hier, wo quasi wie ein großer Grat drin ist. Den müsste man erstmal rausmachen mit der Schere. Den kann man retten. Der ist nicht ganz kaputt, aber ist eben auch ein Problemteil, was ich euch gerne zeige, weil es geht ja auch um die Teilequalität am Ende. Weil sonst ist die Teilequalität wirklich hervorragend, wo man nicht meckern kann. Und zwar ist es mal wieder wie Mini-Lego von der Qualität her. Vom Aussehen, vom Zusammenbau ist es wirklich super, wieder genau diese Mischung zwischen zusammenbauen und gut auseinanderkriegen ist da. Es ist wie immer auch ein Brick Separator dabei. Das ist bei den kleinen Sets hier so gut wie immer dabei. Also das ist super. Das ist auf jeden Fall ein Service, den man bei den großen Sets meistens nicht hat. Und ich muss sagen, ich bin wieder sehr zufrieden. Also das Bauen macht sehr viel Spaß, auch in der Anleitung, obwohl sie relativ klein ist, sieht man alles, was man sehen muss. Und dementsprechend baue ich jetzt auf jeden Fall weiter. Die nächsten Bauschritte werden nochmal sehr interessant, weil da solche Teile hier zum Beispiel zum Einsatz kommen. Und zwar sind das wie durchsichtige Teile. Also das sind hier wie Red Clear Teile und Gelb Clear Teile.
die eben hier auch verbaut werden. Das habe ich in diesen kleinen Sets noch nicht gesehen bisher, dass da solche Teile waren, die auch durchsichtig sind. Da freue ich mich besonders drauf, die zu verbauen. Die werden beim Schweif zum Einsatz kommen. Und den, wenn ich den jetzt fertig gebaut habe, beziehungsweise den Schwanz, wenn ich den Schwanz dann fertig gebaut habe, stecke ich ihn zusammen mit euch ran und sage nochmal, wie die Teile funktioniert haben. Weil manchmal ist es ja von der Klemmkraft bei anderen Herstellern so, dass diese Clear-Teile relativ schlecht sind von der Klemmkraft, obwohl der Rest super ist. Aber da kommen wir ja noch dazu. So, den Schweif zu bauen waren jetzt drei Bauschritte, also nicht unbedingt die große Herausforderung. Ich finde, die Teile funktionieren sehr gut. Sie sehen so gut aus, wie sie sich verbauen lassen. Hier gab es nicht diese Qualitätsprobleme, die ich vorhin angesprochen habe, dass manchmal die Clear-Teile nicht so gut halten von dem Hersteller wie die normalen Teile. Und ich finde, sie sehen auch sehr gut aus. Also sie machen genau das, was sie sollen. Und hier gibt es jetzt auch keine Probleme, dass die sehr milchig oder so sind. Die passen wirklich dazu und sind auch wirklich clear. Und das gefällt mir auf jeden Fall. Und das wird jetzt hier rangemacht an das Glumanda. Und zwar wird hier eben einfach der Schwanz draufgesetzt. So. Und dann haben wir hier an dem Glumanda den Schwanz dran mit den Clear-Teilen hinten. Das finde ich, bildet die Flamme sehr gut ab. Bin ich ein großer Fan davon. Finde ich, ist sehr viel besser, als hätten sie das mit den normalen Teilen gelöst. Dafür gibt es schon mal einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, ich baue jetzt auf jeden Fall das Glumanda noch fertig. Und am Ende gibt es noch meine komplette Meinung zu dem Set. Und ob ich euch eine Kaufempfehlung gebe oder eine Nicht-Kaufempfehlung. Und auch hier wird, wie bei den anderen Sets, der Preis eine große Rolle spielen. Und da haben wir es auch schon vor uns, unser kleines, süßes Glumanda. Und ich muss sagen, die Zeit vergeht wie im Flug. Weil ganz ehrlich, wenn das Modell Spaß macht und der Bau Spaß macht, dann vergeht die Zeit halt so schnell. Ich meine, das sind ungefähr, sagen wir mal, 60 Minuten. Wenn man sich Zeit lässt, eine Stunde und 30 Minuten Bauzeit, die man an dem Teil verbringt, und es fühlt sich an wie vielleicht 5 Minuten. Das ist echt krass und das sagt eigentlich auch schon einiges darüber aus, ob ich euch am Ende das Modell empfehlen werde. Aber da kommen wir noch dazu. Wenn wir uns das jetzt so anschauen, ich finde, den Kopf ist sehr gelungen. Das mit einer der gelungensten Köpfe, die ich bei den Microbricks bzw. Diamond Blocks an Pokémon schon hatte. Ich fand auch den von Bisasam sehr gut, aber der ist richtig, richtig niedlich. Ich finde es dann auch, wenn es so dasteht, sieht sehr gut aus, auch mit dem Schwanz nach hinten und der Flamme. Es ist sehr gut getroffen. Ich finde es nur schade, dass es so super symmetrisch ist, also man wirklich rechts und links immer dasselbe baut. Das war bei dem Pikachu zum Beispiel anders, das war bei dem Bellody-Hund anders. Das ist jetzt auch bei diesen Lobbio-Modellen bisher immer so gewesen, dass es immer sehr symmetrisch ist. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt. Wie es auch bei den Modellen üblich ist, wir haben eben auch genug Teile, um das zu ändern, wenn wir wollen. Wir haben hier nochmal eine gute Handvoll an Ersatzteilen. Wer schon andere Modelle von dem Hersteller gebaut hat, hat noch mehr Teile, die vielleicht dann manchmal nicht farblich passen, je nachdem, was er gebaut hat. Aber hier, damit kann man arbeiten und mit dem Rest, den man hat, auch wenn der dann passt. Und da kann man nochmal richtig Hand anlegen und sich das Ganze so modifizieren, wie man das will. Es ist die ursprüngliche Lego-Idee, einfach nur in kleinen Teilen. Ich finde das super, gerade die Modelle passen so gut zueinander. Also wenn ich jetzt das Pikachu nehme, das Bisasam nehme oder das Glumanda, stell das nebeneinander, hol mir dann vielleicht noch ein Shiggy, was ich auch noch hier reviewen kann, wenn ihr wollt, und dann stelle ich mir das nebeneinander, dann passt das sehr gut zueinander. Die einzige Ausnahme war da eigentlich das Relaxo, das war nämlich zu klein rein theoretisch, auch maßstabsmäßig. Aber gut, das war halt auch ein kleineres Modell mit ungefähr 100 Teilen weniger als diese Modelle hier, wo wir immer so um die 300 Teile verbauen. Also auch das Dumanda, die 8072A, hat mir sehr viel Spaß bereitet. Kostet mit originaler Verpackung dabei um die 1,70 € bis 2 €, je nachdem. Ich verlinke es euch auf AliExpress. Da könnt ihr keinen Fehler machen. Ich meine, ihr wartet vielleicht mal einen Monat drauf, aber das ist dann nicht so schlimm. Mein Tipp, bestellt da gleich mehrere, wenn ihr diese Reihe mögt, weil wenn ihr dann mehrere bestellt, wird das in ein Paket gepackt. Und die sind meistens sehr viel schneller als diese Warnsendungen, die von China rüberkommen. Die Pakete werden immer innerhalb von 1, 2 Wochen zugestellt, je nachdem. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dieser Reihe. Ich werde davon noch mehr vorstellen, wenn euch diese Reihe auch gefällt. Ich bin ein großer Fan davon und dementsprechend gibt es auch für dieses Glumanda eine Kaufempfehlung von mir. Besonders auch aufgrund dieser durchsichtigen Teile, wovon wir sogar noch einige als Ersatz haben, wo man dann weiterbauen kann. Und dann kann man das auch erweitern. Man muss ja auch nicht dann die Pokémon draus bauen. Nehmt es auseinander und baut dir was anderes draus. Das ist ja das Coole. Da habt ihr Spaß dran. Und auch dieses Pokémon an sich sieht sehr gut aus. Wie gesagt, ich finde es sehr super gelungen. Ich finde es sehr gut getroffen. Und wenn man sich das so hinstellt, top. Da kann ich nichts dagegen sagen. Auch mit den 1-2 Ausrutschern an Teilen, die wir jetzt hier an dem hatten. Aber gut, es ist ein China-Modell, da erwartet man Schlechteres und das ist sonst qualitativ erste Sahne. Von daher,
Auf jeden Fall, wenn ihr auch das Dumanda zu Hause habt, dann schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Schaut euch gerne meine anderen Videos an zu den Pokémon aus Diamond Blocks bzw. Microbricks. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Krieg der Steine.